Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr heute hier wieder mit dabei seid. Holistisch und befreit leben und dann auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs sein. Wie lässt sich das miteinander vereinbaren? Das soll das kleine Thema sein jetzt hier, ja, wo ich ein paar Gedanken mit dir, mit euch teilen möchte, denn ich habe so unter einigen Posts von Instagram und Facebook gelesen, dass da einige sich darüber gewundert haben, die auch in unserer Holistisch und Befreit Leben Gruppe sind, wie sich das vereinbaren lässt und ja, Kreuzfahrtschiffe auch so ein bisschen in Anführungsstrichen als Dreckschleuder bezeichnet haben und wie sich das einfach vereinbart lässt. Ja, auch so nach dem Motto, wie ich die Entscheidung treffen kann, da überhaupt auf ein Kreuzfahrtschiff unter diesen Aspekten zu gehen. Ich kann das sehr gut verstehen, diese Gedanken. Und deshalb möchte ich jetzt hier ja nicht mich rechtfertigen, aber einfach so meine Gedanken dazu einfach mal weitergeben, teilen mit dir, mit euch. Also zum einen, wenn ich zu 100% im Einklang mit Mutter Erde, mit der Natur leben möchte, dann darf ich mich natürlich eigentlich nur maximal mit dem Fahrrad fortbewegen, denn das ist so das einzige Verkehrsmittel, wo ich die Umwelt überhaupt nicht mit belaste. Ich darf mich eigentlich nur zu 100% mit saisonalen Produkten ernähren, weil auch das im Hinblick auf ja, die Umwelt die beste Variante ist. Und ja, dürfte mich natürlich auch nicht in einen Flieger setzen, also dürfte viele Dinge nicht, dürfte natürlich auch ja, möglichst zu 100% chemiefrei leben, keinen Abfall produzieren und solche Dinge. Das ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Sicherlich ist alles möglich. Vorstellen für mich, so zu leben, kann ich mir nicht. Ich achte in meinem Rahmen einfach auf Umweltbelastungen, also dass ich weitestgehend chemiefrei zum Beispiel lebe, dass ich Plastikprodukte vermeide, soweit es möglich ist. Das geht auch nicht zu 100% bei mir, aber wo es möglich ist, vermeide ich zum Beispiel Plastikprodukte. Und im Hinblick auf Kreuzfahrtschiffe ist die AIDA, das ist das einzige Schiff, auf dem wir auch unterwegs sind, nach meinen Informationen das einzige Schiff oder die einzige Schiffsflotte, die halbwegs ökologisch vertretbar für mich noch unterwegs ist, weil sie einfach ja, eine andere Antriebsvariante haben, nicht nur mit Dieselmotoren fahren. Ich möchte jetzt da gar nicht in Details einsteigen. Das sind so die Informationen, die ich ja, bei meiner Recherche bekommen habe. Und deshalb ist das für mich auch irgendwo halbwegs vertretbar, dann unter den Aspekten auch zum Beispiel auf einem Kreuzfahrtschiff wie der AIDA unterwegs zu sein. Weil da einfach, klar, auch da wird es mir verschmutzt, aber jetzt nicht in dem Stil oder in dem Maße, wie andere Schiffe da einfach unterwegs sind. Und ja, parallel, wie ich eben eingangs schon erwähnt habe, achte ich einfach auf Dinge zu Hause, im Haushalt. Ich möchte jetzt gar keine Beispiele da nennen, wo ich ja für mich einfach auch den Kopf schüttle, dass es sowas am Markt gibt, dass nie für mich in Frage käme, sowas zu benutzen, ohne jetzt, wie gesagt, hier Produkte zu nennen. Ja, das kommt einfach für mich nicht in Frage und so leiste ich dann einfach in der Richtung meinen Beitrag, um die Umwelt einfach zu schonen und Ressourcen einfach zu schonen. Und so kann ich für mich einfach es auch vertreten, dann eben auch mal auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs zu sein. Ja, das sind so meine Gedanken, die ich dazu einfach teilen möchte, mit dir, mit euch.
Schreib mir doch gerne auch mal in das Kommentarfeld rein, wie du das siehst, was deine Gedanken dazu sind. Ich habe auch, um nochmal auf diese Facebook-Gruppe zu sprechen zu kommen, auch da explizit auch in den Richtlinien stehen, dass es bei holistisch und befreit Leben mir nicht darum geht, jemandem was überzustülpen, sondern dass einfach jeder auch in seinem eigenen Stil und in seinem eigenen Maße sich selbst folgt, seinem Herzen folgt und weitestgehend, soweit er das für sich oder sie das für sich findet, einfach ja, im Einklang mit Mutter Natur lebt und im eigenen Stil sagt, okay, das kommt für mich nicht in Frage, weil es einfach die Umwelt zu sehr belastet, oder das Produkt kommt nicht in Frage, weil es einfach die Umwelt zu sehr belastet, und dass jeder für sich einfach die Entscheidung trifft, was man ja da vertreten kann und was nicht. Genau. Das waren so meine Gedanken, die ich jetzt in diesem kleinen Beitrag mit dir teilen möchte. Ich schenke dir jetzt gerne noch ein paar Eindrücke von unserer Reise hier, ein paar Impressionen. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei und ja, lass uns gerne im Kommentarfeld nochmal uns darüber unterhalten, wie du das siehst, ein holistisch und befreites Leben zu führen. Und falls du noch nicht in unserer Community bist, auf Facebook, ich setze dir auch den Link gerne hier unter das Video, dann komm in unsere Community, auch da freue ich mich über den Austausch mit dir, mit euch. Eine ganz herzliche Umarmung und bis ganz bald. Sag tschüss, das war die Irmgard und viel Freude jetzt noch bei den weiteren Impressionen hier von unserer Reise. Ciao, ciao.